Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Spenden-Update hier auf diesem Kanal. Ja, das Mega-Opening-Gespendet-Format wird jetzt umbenannt in ein sogenanntes Spenden-Update, da wir ja jetzt einmal im Monat alle Spenden zusammenfassend auf dem Kanal vorstellen. So habt ihr das in der Umfrage knapp entschieden. Und ja, wer mir diesen Monat was gespendet hat, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, es haben mich zwei Spenden im April erreicht. Aktuell sind keine weiteren geplant. Und wir fangen mit der kleineren von beiden Spenden an, die mich tatsächlich relativ überraschend erreichte. Und diese Spende beinhaltete einen Brief, den ich jetzt erstmal vorlese. Hallo House of Cards, ich habe dir vor mehr als einem Monat gesagt, ich würde dir eine Ultimate Hayate spenden. Hat leider etwas länger gedauert, da ich es erst vergessen hatte und es mir dann schwer fiel, mich von ihr zu trennen. Ich hoffe, sie hilft noch. Leonard. Ja, es geht um dieses gute Stück hier, eine Himmelsjäger-Ass Hayate Ultimate Rare aus dem OTS Tournament Pack 10. Und was soll ich sagen, Leonard? Ja, ich kann sehr gut verstehen, dass du da Trennungsschmerz empfindest. Man muss allerdings dazu sagen, du hättest sie mir ja nicht unbedingt geben müssen. Wenn du so sehr an dieser Karte hängst, sag ich mal, hättest du sie auch gerne behalten dürfen. Ich meine, ich will dir ja nichts wegnehmen, verstehst du? Ich möchte nicht, dass du irgendwie am Ende das Gefühl hast, großartig etwas verloren zu haben oder irgendwie was weggeworfen zu haben, was du vielleicht selber gern behalten hättest oder halt was verschenkt zu haben, was du halt selber gern behalten hättest. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich will ja, dass du dich dabei auch wohlfühlst und ein gutes Gefühl dabei hast. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht fehlinterpretiert. Ich hoffe, du fühlst dich dabei gut, sage ich mal. Sonst würde ich mich nicht gut fühlen. Aber ich nehme das jetzt erstmal an. Himmelsjäger Ass Hayate Ultimate aus dem OTS Tournament Pack 10. Sehr schön an der Stelle, aber das war natürlich nicht alles, was er mir mitgeschickt hat. Er hat nämlich noch einen kleinen Stapel, den er nicht in der E-Mail angekündigt hat, mitgesendet. Und darin befindet sich eine Kombination der Magier. Eine wunderschöne Karte, die jedes Oldschool-Herz natürlich ein bisschen höher hüpfen lässt. Denn wir haben alles, was das Retro-Herz begehrt in diesem Artwork. Wir haben den Dark Magician, wir haben das Dark Magician Girl, wir haben die magischen Zylinder und hier unten, ganz unscheinbar, die magische Formel. Und das ist halt wirklich eine Karte, wo ich sagen muss, ja, das ist wieder so richtig oldschool. Allerdings kann man das Ganze jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten, denn ich persönlich hätte es viel lieber oder würde es lieber sehen, wenn Konami neue Themen erschafft, die allerdings von ihrem ganzen Stil, ihrem Zeichenstil und ihrer Optik wieder an das Alte angelehnt sind, sodass man da quasi anknüpfen kann und nicht immer das Alte immer wieder aufwärmen muss und aufwärmen muss und aufwärmen muss. Irgendwann wird es zum Aufguss, vom Aufguss, vom Aufguss. Ist aber eine sehr, sehr schöne Karte. Nehme ich gerne mit und tatsächlich eine der schönsten Feindkarten, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind. Weiter geht's mit einem Finsternis-Templar Ad Ignister. Sehr cool, aus Ignition Assault, beziehungsweise aus einer Special Edition davon, denn die ist unlimitiert. Sehr cool, ist eine schöne Karte. Ich persönlich hätte vielleicht noch eine andere Hintergrundfarbe genommen, aber das Monster an sich, mega, mega cool. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir ein Erbe des Cakes aus dem Megapack 2019. Die Karte ist hart gebändet, wurde wohl bei der falschen Temperatur gelackert, aber das macht nichts. Sobald sie im Magnethalter schlummert, ist das wieder eine feine Sache. Dann haben wir noch die Donnerdrachen Fusion in Super Rare aus dem Megapack 2019. Dann haben wir noch ein bisschen Dual Overload Zeug. Wir haben hier Groß Salamander Almirage und Rosenglocke der Offenbarung. Ich glaube, waren beides Shortprints. Zumindest bewegen sich beide im 50 Cent Bereich. Dann haben wir noch zwei Kagari. Hier war es 20 Cent in etwa. Und dann haben wir noch so 2 Cent Bulkulus. Auch mega cool. Duelist Overload habe ich einmal das komplette Set, inklusive 2 Boxen, die ich mir noch gekauft habe für das Yu-Gi-Oh! History Format. Den Opening-Teil habe ich heute schon abgedreht. Habe auch eine nette Karte gezogen, um mal ein bisschen zu spoilern. Und ja, wie ihr seht, schöne Sachen bekommen. Sehr cool. Soviel zur ersten Spende. Ich muss sagen, richtig, richtig cool. Klein, aber fein, sowas sehe ich gerne. Kann man alle super gebrauchen, alles in gutem Zustand und Hayate ist natürlich der absolute Knaller. Ja, die nächste Spende, die ich erreicht habe, ich bin hier mal hands-free sozusagen,
Die nächste Spende, die mich erreicht hat, kommt vom lieben Thomas und included sozusagen einige leere Boxen offensichtlich. Zwei sowie eine Oversize-Karte, ne, sogar zwei Oversize-Karten. Zwei Oversize-Karten. Hier die dunklen Magiermädchen, sehr schön. Und zwei Boxen, die voll an Karten sind. Allerdings ist da auch noch was dabei, das nicht zur Spende gehört. Das werde ich natürlich aussondern und wir sehen uns gleich. Ja, meine Freunde, ich habe jetzt erstmal die Karten ausgesondert, die nicht zur Spende gehörten. Ich habe nämlich noch ein bisschen was eingekauft. War nicht viel, 30 Euro oder so. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das überhaupt in den Neuzugänge-Folgen zeigen möchte. Ich zeige es am besten einfach hier. Das waren, glaube ich, alle Karten, die in einem Kauf mit beinhaltet waren. Die ist halt mega nice. Und die hier, also ich werde die wahrscheinlich nicht irgendwie bei den Neuzugängen präsentieren. Dafür sind sie dann doch etwas zu billo. Ich will ja High-Quality-Content auf meinem Kanal bringen. Dementsprechend fangen wir hinten an, weil durch das Aussortieren habe ich diese Karten schon gesehen und die sind dementsprechend keine Überraschung mehr für mich. Dann haben wir dreimal den Blue Eyes in Gold, was mega cool ist. Legen wir den mal hier hin. Dann haben wir ein paar Hidden Arsenals, die sieht sogar niemand aus, wenn ich mir die mal kurz anschauen darf. Yes, die sieht gut aus. Die ist tatsächlich niemand. Ist relativ schwer, die noch in Niemand zu kriegen. In Unlimited, okay, wenn du das irgendwas Special Edition hast oder so. Aber in First sind die tatsächlich gar nicht mehr so easy. Oh, der hat leider oben auch einen Ditch. In First sind die gar nicht mehr so easy, tatsächlich in einem guten Zustand zu kriegen. Wir haben ein bisschen Dual Overload Stuff. Okay, den finde ich halt cool. Ich mag die Abgrundschauspieler so von der Optik her. Ich weiß, es ist nicht spielstark, aber trotzdem. Ojama Kaiser, auch eine saucoole Karte. Der Antelion Drache, den finde ich auch mega nice. Okay, das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Wattgiraffe, Schrottortross, Geheime Sechsamerei Fuma und MST Staple. Staples sind immer gut, wenn man Spieler ist. Was ich nicht bin. So, dann hier. Fake Packs. Ja, ihr habt richtig gesehen, Leute. Fake Packs. Machen wir die auf? Ja, machen wir auf. Schauen wir mal, welche Raritäten wir aus diesen Packs ziehen. Wir haben ja, ach du grüne Neune, die sind ja schon, sieht mal wie dreckig die da sind, schon im Pack. Gott, wie die sich anfühlen. Ist ja widerlich. Chimera Master of Beasts. Ja, ich verreck, Alter, ja Wahnsinn. Ach du Scheiße, Alter, okay, machen wir das zweite Pack auf. Also das sind ja schlechte Fälschungen, alter Schwede. Ich habe noch nie so schlechte Fälschungen gesehen. Ich schätze mal, da könnte ich das sogar noch besser fälschen. Oh, Agiba, auch eine Preiskartenfälschung. Oh, diese Pappe. Ach du Scheiße, Alter. Guck mal, 5Ds. Ich werde nicht mehr. Okay, auf geht's, drittes Pack. Eine Karte, die ich nicht kenne. Ach du Kacke, Alter. Ach du Kacke. Weiter geht's mit originalen Karten. Also das war ja kaum zu ertragen. Ah, wir haben Moviepack-Stuff. Sehr cool. Moviepack. Was bringt uns das Moviepack an schönen Sachen? Oh, Indoria Doom. Einer meiner Lieblingskubischen. Auch wenn ich im Allgemeinen jetzt nicht der größte Kubisch-Fan. Wobei ich sagen muss, die kubischen Fallenkarten sehen zumindest in Secret Rare richtig geil aus. Dann Pendulum Evolution. Da sind Pivot-Karten drin. Auch gut. Mega nice. Pendulum Evolution. Da haben wir den lila Toxin-Magier. Eine sehr schöne Karte. Weißwürfel-Magierin. Schwarzzahn-Magier. Doppel-Iris-Magier. Der war ja mal recht spielstark, bis er verboten wurde. Was haben wir da? Kenne ich gar nicht. Was? Drachengruben-Magier. Der sieht gut aus. Die Vanilla-Magier sehen echt gut aus. Okay, jetzt wird es wohl ein bisschen gemischt. Kranker Shit. Oh, nice. Geisterschnitt und Winterkirschblüte aus Duelist. Wow. Geisterschwester und gruselige Hartriegel. Mega nice. Duelist Devastator-Karten, Leute. Black Rose.
in Ultra Rare endlich mal in einer guten Qualität. Abgesehen von seinem Originalset, da ist er ja auch gut, aber ey, diese Reprints, ne? Aber endlich mal wieder in einem guten Print, sehr cool. Glasflügel Schnelldrache, der kam da bei uns raus. Ey, mega nice. Ist das komplettes Duelist Devastator? Ey, das ist ja heavy. Die Karte ist auch geil. Schaut euch das mal an, Leute. Alter Vater. Das ist komplett Duelist Devastator, ne? Ach du Kacke. Verbotene Apokryphen ist auch eine Karte. Ich glaube, das ist eine Common aus Breakers of Shadow gewesen, ne? Sehr cool. Ja, königlicher Lass. 20.000 Reprints schon gehabt. Antimagischer Duft, sehr, sehr gute Karte. Ach, du Schande, das war eigentlich... Ich glaube... Ja gut, bis auf die anderen Handtraps war das fast das komplette Duelist Devastator, oder? Ist ja krass. Okay, dann haben wir... Dupo-Stuff. Mal gucken, was uns in Dupo erwartet. Die Hüllen, die kleben irgendwie aneinander. Die sind ziemlich rau. Das ist ein bisschen... Boah, ein bisschen Dovi. Dovi. Schauen wir mal. Ist übrigens eine sehr schöne Fallenkarte, muss ich sagen. Taktischer Wechsler. Linkshänder, Schraubendreher. Das sind wieder so Karten, die sind genauso beknackt wie diese Büroboter vom Aussehen her. Die mag ich gar nicht. Toon Dark Magician Girl. Klar, es muss ja auch eine Billig-Alternative zur Jump geben. Chaos Forms, sehr cool. Ach hey, weil Kyros war zumindest als... Alter, was sind das für Höhlen? Oh, das ist cool. Silberraketendrache, das ist mein Lieblings-Rocket Dragon. Der sieht halt mega cool aus und hat auch andersfarbige Flügel. Sehr schön. Ah, Raketensucher, der ist auch cool. Absoluter Drache, sehr schön. Das sind diese ganzen... Wow, was ist das denn? Baby. Geiler Shit. Geile Karte, auch aus einem Structure Deck. Mega nice, schaut euch das mal an. Reflexion von den Dymion, wenn das mal kein Artwork ist, ne? Alter Schwede. Sieht fast aus, als hätte Horakti ein Kind bekommen. Also das ist wirklich, das sind beides richtig, richtig geile Pendelkarten. Das soll noch mal einer sagen, Pendelkarten könnten nicht gut aussehen. Mega schön. Ohne Witz. Was? Die kenne ich gar nicht. Tagbrecher, glänzender, magischer Krieger. Hä? Die Karte habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. What the fuck? Ey, richtig geil. Richtig geil, was hier drin ist. Große Salamander-Gazelle. Große Salamander-Gürteltier. Das sind jetzt alles so Structured-Deck-Karten, ne? Große Salamander-Gebrüll. Große Salamander-Heißleo im alternativen Artwork. Alter. Mega fett. Oder ist das ein normales Artwork? Nee, das müsste sein alternatives sein, ne? Und Großsalamander-Wunderhengst. Oh, Legendary Collection 2 Promos. Okay, Fusion Enforcers. Ring of the... Oh, jetzt fährt er aber auf hier. Legendary Collection Kyber. Krass. Jetzt sind wir wieder bei Dupo. Mega fett. Also das ist ja die reinste Wundertüte hier, Leute. Die reinste Wundertüte. Oh, was haben wir denn hier? Nice. Großsalamander Signalux. Mega schön. Oh, ich mag die Großsalamander-Karten. Was? Aus Dark Neostorm. Nixon-Rüstung Abyss Lakia. Mega schön. Ey, das ist auch geil. Scherbe der Gier in Ultra Rare. Als Speed-Duell-Karte. Mega nice. Oh, die goldenen Äpfel. Das ist sowieso eine Fallenkarte, die finde ich wunderschön. Deswegen muss ich sagen, finde ich Speed-Duell teilweise gut, weil die teilweise Karten, die bei uns nie als Holo erschienen sind, einfach mal als Holo bringen. Zombina gibt es ja, glaube ich, auch bei Speed-Duell als Ultra oder Super Rare. Mimikat, sehr schön. Dann Wachsamkeit des Champions. Mega cool. Fusionstor. Amazonisches Dorf, alles klar. Hier ganz, ganz viele Speed-Duel-Karten, ja, why not? Outergeist Multitäuscher war auch sehr teuer damals, als sie rauskam. Oh, Savage Strike. Shiranui Fähigkeit Überlegenheit, so kommt ein bisschen Missprint, die Schrift, ne? Ja, zweite Seite der ersten Box. Schauen wir mal, was haben wir noch? Oh, ja, das ist typisch für Thomas. Duelist Saga. Da will er ja unbedingt alles selber ziehen. Dann schauen wir mal durch. Das haben wir jetzt schon sehr, sehr oft hier gehabt. Halten wir uns mal nicht allzu lange mit auf. Nummer 70 ist cool. Ich glaube, die gab es nur in dem Set. Ja, Legacy of a Hero auch cool. Visionsheld Vayan war damals auch einiges wert.
Zepterstoß. Ah, Diamond Colonel, auch eine sehr coole Karte. Ihr seht, der hat unendlich viel davon. Ich glaube, der hat locker 3 oder 4 Displays davon aufgemacht oder irgendwie 6 oder irgendwie sowas. Ah, hier haben wir jetzt wieder ein bisschen Hidden Arsenal Stuff. Sehr cool. Ich schaue da mal nach dem Video, ob der Nearmint ist, weil die sind nämlich alle First Edition. Ey, das wäre ja mega fett, wenn die Nearmint sind, ne? Weil die halt in Nearmint zu finden, ist halt tatsächlich nicht mehr einfach. Ich glaube, der ging sogar ein bisschen was, ne? Der war doch irgendwie spielbar irgendwo, so ein Euro oder so ging der, glaube ich. Sehr cool, dann haben wir hier Promo Packs. Promo. Och, hey, Promo. Ganz viele Promo Päckchen. Sehr nice. Pendulum Evolution. Meisterpendel der Drachobezwinger. Das ist auch eine coole Karte. Erinnert mich irgendwie, keine Ahnung warum, aber immer so ein bisschen an Masterpiece. Dann schauen wir weiter. Pevo. Ganz viel Pevo-Stuff wieder. Schicksalsheld Dreamer. Der ist auch mega cool. Hier doppelt oder nichts. Ist auch eine schöne Zauberkarte. Die goldenen Apparate und die silbernen Apparate. Damit haben sie uns ja voll geschissen von oben bis unten, ne? Schade, Marmelade. Ich sehe, dass die nicht Nearmint ist, aber die kommt aus dem Duelist Pack. Das wäre geil gewesen. Die auch, aber die ist auch nicht Nearmint. Okay, die Duelist Pack Karten waren gerade nicht Nearmint, leider Gottes, aber was soll's. Dann haben wir hier ein paar garantierte Super Rares. Hauptzeit Babuska ist, glaube ich, sogar ein bisschen was wert aus Circle Break, aber unlimited. Und ein bisschen was meine ich, ein paar Cent halt. Ein paar Cent mehr als sonst. Und dann haben wir aus der Legendary Collection Kaiba teuflische Ketten, die aber auch nicht mehr Nearmint sind. So ist das. Nicht mehr Nearmint. So, lalö. Hey, was sind das für sicke Hüllen hier? Krasse Shit. Ah, Adventskalenderkarten, geil. Davon mangelt es mir noch aktuell. Ich habe von diesem Kuribo Adventskalender nicht eine Karte. Ich will diesen Künstlerkumpel Kuribo haben. Ich liebe ihn. Geistrick Yeti, Tuatalin, das ist der vom letzten Jahr, ne? Ja, dann haben wir hier ein bisschen Dark Savior Stuff. Sehr cool. Training for Hire for all your training needs. In Secret Rare. Dark Saviors war ein geiles Set. Spirit Warriors, das war doch das, wo die Dinge rausgekommen sind, ne? Die, Musketiere. Komisch, dass sie das Thema nicht weiterverfolgt haben. So, wir kommen zu den letzten paar Karten. In der ersten Box werden wir nochmal aus LEDD, die Cyber-Reparaturwerkstatt, war damals viel wert. In Coming zumindest, vor dem Reprint. Sehr schön. BLRR sind auch coole Karten, wieder ein paar Apparate, sehr cool. Gefahr Hundemann und, oh, nice. So was Schönes noch am Schluss. Gimmick Marionette Porzellanpuppe. Ich mag ja Gimmick Marionetten. Die sehen so schön weird aus. Ja, meine Freunde, Box Nummer 2. Da haben wir hier erstmal 5 One-Touch Magnetteile von ihm bekommen. Genau, die hat er angekündigt. Sehr cool. Sehr schön in Zeiten, wo sie überall ausverkauft sind und aufgrund von Corona keine nachgeliefert werden können. Und der Rest hier drinnen ist wohl low. Was ist das denn? Ach, Field Center. Oh, sehr cool. Field Center. Ich hasse Field Center. Ich hasse Field Center, aber ich muss sie sammeln. So, das sind alles Commons, oder? Ja, Commons. So schaut das also aus. Ja, aber das sind halt alles moderne Commons aus aktuellen Hauptsets. Die geht sogar 20 Cent oder so. Pankratops, das war damals eine gute Common. Zumbina, sehr schön, wo wir es eben davon hatten. Ah ja, aber das ist jetzt halt wieder so Random Bulk, würde ich mal sagen. Wo ich jetzt an der Stelle auch sagen würde, ne, einfach mal, weil hier vermutlich nicht mehr viel kommen wird. Oh, Retro Packs, sehr cool. Sogar Nearmint, eine von denen. Weil hier vermutlich nicht mehr allzu viel auf uns wartet, würde ich fast sagen. Wir beenden das an der Stelle. Damit das Video nicht allzu lange wird, wir wissen ja, dass Spendenvideos jetzt nicht so der Knüller bei euch sind. Ja, und ihr erfahrt jetzt noch ganz kurz, welche Karten es in den Community-Binder schaffen. Ja, meine Freunde, die Ghost Rares haben entschieden, und zwar folgendermaßen. Vor der ersten Spende, wer hätte es gedacht, wird Hayate in den Community-Binder wandern. Ja, den werden wir uns dann Ende des Jahres anschauen. Ja, und dann werden wir sehen, was die Community so zusammengetragen hat an Wert. Mega cool. Ja, war ja vorauszusehen. Und von Thomas Sammlung habe ich mich auch für die ursprünglich von mir präferierte
Nixon-Rüstung Abyss Alassia, falls sie so ausgesprochen wird, entschieden. Ist eine schöne Ultra-Rare aus Dark Neostorm, Unlimited, geht 20 Cent, aber spielt keine Rolle. Ist meiner Meinung nach eine der coolsten Karten aus der ganzen Sammlung. Und die wandert auch in den Community-Binder. Ja, meine Freunde, wir wären auch schon wieder am Ende der diesmonatigen Spendensammlung beziehungsweise des Spenden-Updates. Wir haben wieder richtig, richtig kranken Scheiß bekommen. Sehr, sehr schöne Karten aus Only Holo-Sets. Hier und da tatsächlich auch mal eine schöne Booster-Holo und auch etwas tatsächlich echt Hochwertiges. Ich bin absolut happy und das Zeug ist schon schön eingesleeved von vornherein. Super. Ich muss nur noch die kleinen Karten ein bisschen umsleeven. Und optimal, der Starite freut sich, Nummer 107 freut sich, der Stardust freut sich, ich freue mich und wir sind alle zufrieden. Außer der Red Eyes, der sitzt immer noch im Knast. Ja, wir sehen uns dann zu einem weiteren gespendeten Opening, zu einem weiteren Spenden-Update. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.